Ist ja noch gar nichts drin. Musst du reinmachen was? Hallo, reinmachen. Ja, na dann. Das Wichtigste zuerst. Getränke, ja. Ne? Die Versorgung der Getränke. So. Das haben wir bei Alfred Biolek schon gelernt. Erstmal was zum Trinken. Genau, damit man auch gestärkt in die... Anstoßen kann. In die Runde gehen kann. Und damit willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Oh, heute mal ganz alles anders. Ja, mit einer Wespe. Gleich eine Wespe da. Hm. Kann ich verstehen. Ist nämlich ein leckerer Cider mit Erdbeeren. Und Limone. Und Zitrone, Limette, wie auch immer. Sehr gut. Bangis Kombüsenstudio. Es geht wieder in die nächste Folge. Mhm. Und damit wir einfach sagen können, wir wollen den Nick einfach beibehalten. Deshalb geht es ja eigentlich nur ums Saufen. Ja, nein, das natürlich nicht. Also wir wollen ja auch was essen. Wir, ne? Trinken, wir haben auch kein Bier, aber merke ich gerade. Nick, obwohl Nick säuft ja nicht, er trinkt nur Bier. Genau. Das klingt ja positiv. Ja, auf jeden Fall, wann geht's eigentlich los? Nach dem Intro. Hast du mal was richtig gesagt. Nachdem wir viel rumgelabert haben, gibt es jetzt eigentlich das eigentliche Intro, kann man fast sagen. Denn wir wollen heute mal in diesem Video ein Komplettpaket machen. Ihr habt es gelesen, ja. Es geht um Grillbeilagen. Deshalb ist der Tisch so richtig voll diesmal. Genau, es wird nämlich nicht nur unser Gemüse geben, was wir ja schon mal im Prinzip gesagt haben. Wir machen übrigens heute alles im Omnia, das mal vorweg. Dann seht ihr auch mal, wie das funktioniert, das Grillgemüse im Omnia. Und zudem werden noch Kartoffeln gemacht. Rosmarinkartoffeln. Die Rosmarinkartoffeln, genau. Die haben wir von guten Freunden. Katja, Andreas, schöne Grüße an der Stelle. Und deswegen, das werden wir jetzt heute mal ausprobieren. Mal machen, mal selber machen und dann noch einen schönen Salat dazu. Der genau. Gehört auch noch dazu, bei mir zumindest. Genau, bei ihm. Bei den Rosmarinkartoffeln. Ich habe diesmal nur ein Brötchen dabei, nichts anderes, sodass ich vielleicht gucken muss. Das wird nämlich schwierig. Wir haben ja in unserem Omnia keinen beschichteten Omnia, sondern halt Silikonformen. Das hat jetzt den Vorteil, wir können jetzt mehrere Gerichte da drin machen, weil wir haben halt eine halbe und halt zwei Viertel sozusagen und können dann dadurch auch natürlich verschiedene Gerichte machen. Mein Grillgemüse, Stefans Grillgemüse und die Kartoffeln. Rosmarinkartoffeln. Und bei den Rosmarinkartoffeln, ich baue sie eigentlich knusprig. Wir müssen mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ah ja, das müssen wir sehen. Das wird dann die große Herausforderung. Deshalb, dass ihr das seht, also und die Dinger gibt es eigentlich gut billig bei Obeling. Ja, man muss nicht das von Omnia. Das genau. Tatsächlich, die funktionieren gut. Und das ist unbezahlte Werbung. Alles, was ihr hier seht, ist selbst bezahlt. Ja, ich fange an zu schnippeln. Und würde ich sagen, jetzt muss alles klein geschnippelt werden. Und wenn das fertig ist, dann geht's hier weiter. Mhm. Und ich kann so lange einen Wein trinken. Komm, wir stoßen nochmal an. Prost! Ja, aber wenn du das jetzt trinken, das geht nicht weiter hier. Geschnippelt haben wir fast alles, bis auf noch den Salatkopf hier, den ich hier noch, mit dem ich noch kämpfe. So, wir haben hier die Rosmarinkartoffeln drin. Da haben wir die Möhren schon drin in zwei Behältern. Das ist jetzt unterschiedlich zu dem Grillgemüse, ne, was wir in den Päckchen gemacht haben. Ja. Diesmal werden sie nicht vorgekocht. Genau, wir kochen sie nicht vor, weil die Kartoffeln ja auch nicht vorgekocht werden. Das heißt, sie brauchen ja auch genauso lange und wir werden die einfach sozusagen mit den Kartoffeln dann zusammen schon mal im Omnia vorgaren. Also das heißt, die Möhren da rein, die Rosmarinkartoffeln da rein, also so wie das jetzt hier ist. Und alles andere geben wir dann so kurz vor Schluss dazu. Also was heißt kurz vor Schluss?
Genau, das ist für mich noch, das ist für Marcel nur Zucchini. Also man kann das ja wirklich so schön gestalten, wie jeder auch was mag oder vielleicht es auch nicht mag. Auf jeden Fall können wir das dann dazugeben und dann kocht das andere nicht ganz so lange. Also oder backt im Omnia, ich weiß nicht, wie ich es jetzt benennen soll, ist auch egal. Auf jeden Fall gart es nicht so lange. Von daher haben wir uns das so überlegt. Genau. Ja. So. Du machst jetzt noch den Eisbergsalat und... Und dann geht das Ding auf den Herd. Da ist aber jetzt die Frage, weil in den Päckchen machst du ja Öl und auch Salz, Pfeffer, also Gewürze und auch Kräuterbutter. Richtig. Das Kräuterbutter machst du dann erst später dran. Richtig, genau. Ich habe Öl bei den Möhren mit drin. Das ist mit dran, genauso wie bei den Kartoffeln. Also das habe ich bei beiden gleich gemacht. Nur machen wir dann zum Schluss nochmal ein bisschen Kräuterbutter ran, an das Gemüse natürlich nur, weil an die Rosmarinkartoffeln, da ist Rosmarin natürlich schon dran und da wird auch nichts weiter rankommen. Ach so, doch, ein bisschen Salz. Das kommen wir noch dran. Ein bisschen Salz machen wir natürlich noch rein. Ja, genau. Ansonsten, ja, geht das dann erstmal gleich auf den Herd. Das dauert dann auch eine Weile. Ich muss mal selber erstmal gucken, wie lange das dauert. Also das heißt, die Garzeit werden wir euch zum Schluss verraten. Ich werde das mal anfangen. Das ist ein Plan. Weißt du, was das Gute ist? Oh ja, das ist eine gute Idee. Weil wir können ja mal wieder einsaufen. Genau, wir können ja mal wieder anstoßen auf die erste Arbeit. Ne? Genau. Prost! Der Erdbeer-Cider ist übrigens echt zum Empfehlen. Der ist super lecker. Mega. Mm-mm. Ach so. Na dann. Das ist ein schwedischer Cider. Das ist ein schwedischer. Danke. Bitte. Da muss ich so viel saufen. Kein Kommentar. Wie immer, Stefan leicht am Abwaschen, damit das Geschirr wegkommt. Genau. Das Dreckige. Und was ich lustig finde, ich bin mal gerade mal hier so ein bisschen über den Platz gelaufen. Und da steht ein Grill und hier steht ein Grill. Also. Ja, Grillen ist so. Im Sommer, ne, die Hauptmahlzeit, würde ich sagen, bei uns allen. Ja, und dank dir, muss man ja dazu sagen, krieg ich es ja ein bisschen gesünder, weil normalerweise ja nur Fleisch. Ja. Bisschen was Gesundes. Pseudo-Gesundes habe ich dann ja auch. Ja, das kriegt man schon hin. Magst du mir den Omnia geben, weil dann kann ich das hier mal auf den Herd draufstellen, dann kann der nämlich schon mal losomnisieren. Du fängst wie an, das heißt erstmal volle Power oder? Ja, erstmal. Hauen wir erstmal Volldampf rein, so 5 Minuten oder so und dann geht's weiter. Ich brauche mal meine Uhr, damit ich das auch schön messen kann. Dann misst er jetzt mal. Für den Salat ein wenig Salz. Hast du das Salz jetzt auch in die Kartoffeln gemacht? Nee, siehst du, das habe ich noch gar nicht. Naja, achso, halt, das ist die falsche. Das ist kein Pfeffer. Das war Brühe, ich weiß nicht. Also Salat mit Brühe, kann man mal machen. Kann man mal versuchen, ne? So, ich habe natürlich ein bisschen Olivenöl. Das Gute aus Hamburg, ne? Richtig, genau. Also. Also ursprünglich kommt das eigentlich aus Spanien. Weil ich hätte nicht die Olivenbäume von Hamburg, ne? Das naja, natürlich. Und genau. Dann natürlich Balsamico-Essig, der gehört da auch ran. Auf jeden Fall. Ist auch guter. Und dann ein bisschen Schuss Wasser. Und das war's eigentlich schon. Durchgerührt und dann ist das Thema schon durch. Also genau. Ganz einfach. Der kommt dann jetzt mit rein, damit er hier draußen nicht welk wird. Ja, vor allem von den Insekten hier geschützt. Genau, das muss leider sein. So, 20 Minuten sind ungefähr um. Wir werden jetzt hier weitermachen. Es sieht schon gut aus. Es duftet auch sehr gut. Also diese Rosmarinkartoffeln, die sind schon was Leckeres. Ja, dann werden wir das mal... Oh, da ist natürlich das Problem, dass wir dann natürlich hier mittendrin jetzt befüllen müssen. Und wir natürlich ein bisschen aufpassen. Vielleicht besser so nach außen. Also ich habe jetzt den Omnia ausgemacht, den Herd, nur als Info. Dass man da auch rüber kann, ohne dass das zu heiß ist. Und ja, auf jeden Fall geht das jetzt da rein.
Ja, mit dem Löffel geht's einfacher, sagt Marcel, da hast du recht. Ich krieg das auch so hin. Es wird schon. Mal eine Tomate rein. Da ist noch eine Tomate drin, hat er gesagt. Wollen wir die Tomate auch nicht warten lassen. So, aber ich habe jetzt noch eine Sache, die hier runtergefallen ist. Oh. Dann wollen wir die auch noch mal retten. Ja, das ist ja alles gut. So, ich würde sagen, jetzt kommt natürlich noch Butter dazu, also die Kräuterbutter. Und dann wollen wir das auch noch würzen. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und dadurch, dass wir jetzt noch was dazugegeben haben, machen wir natürlich auch noch Öl ran. Na dann, Attacke, weiter geht's. Ich kann das erstmal weiter rutzeln. Feuern war wieder hoch. Also 20 Minuten, habe ich gesagt, sind um. Also wir brauchen jetzt bestimmt noch ungefähr eine Viertelstunde und dann sollte das Ganze durch sein. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir sind soweit. Da ist eine Grillbeilage, wenn man so will. Ne? Klassischer Salat. Salat, genau. Ich habe auch eine Grillbeilage. Das war eine richtig schwierige. Ein Brötchen. Kartoffelbrötchen, genau. Passt irgendwie zu dem anderen Gericht, was wir hier haben. Und ansonsten, da ist das Ganze drin. Oh, da muss ich mal ein Foto machen. Ja, ich lege den Omnia-Deckel mal runter. Zwei Löffel, weil Marcel kann sich dann das nehmen, was er möchte. Und bei den Kartoffeln genauso. Genauso, genau. Ja, alles andere drücken wir dann schon gleich aufgetan. Sonst haben wir noch etwas Bratwurst. Ich vermute, du möchtest wahrscheinlich jetzt nicht gleich alle. Nee, das wäre ganz gefährlich. Ich habe ja anscheinend drei, wenn ich das. Wir haben beide drei, ne? Wir haben beide drei. Jeder hat drei. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann tun wir uns hier mal was auf. Das machen wir. Und dann geht das hier los. Also lecker aussehen tut es ja, ne? Wie lange hat es jetzt gebraucht? Ungefähr 45 Minuten bis 50 Minuten. Schaut euch das so ein bisschen an. Müsst ihr so ein bisschen testen, ob das so passt bei euch oder nicht. Weil wir hatten zwischendurch ja den aus. Und das war halt das Thema, dass er dann erstmal wieder hochheizen muss. Das dauert dann ein Momentchen. Ja, aber glaube... Oh, der ist noch nicht auf. Den muss ich noch aufmachen. Sonst sieht das, glaube ich, ganz okay aus. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Gut, dann würde ich sagen, wir essen jetzt, lassen es uns richtig gut schmecken und würden einfach sagen, stoßen wir nochmal auf euch an. Genau, schon wieder das nächste Getränk. Auf euch, dass ihr so super kommentiert. Freut uns sehr, dass euch das Spaß macht, dass wir hier kochen. Ja. Und dann würde ich sagen, bleibt gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Kombüsen Buggies Kombüsen Studio Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Da hat er jetzt so lange drauf gewartet. Ja, ja. Ciao, ciao. Tschüss.